Wunderschönen guten Morgen. 4 Uhr und 26. Ich bin schon fertig, habe mich geduscht, Haare sind gemacht und jetzt geht's auf in Richtung Koblenz. Da treffe ich mich erst beim Frankie von Franks Vlog und die zwei Katzen. Und von dort aus geht's dann weiter nach Koblenz selber auf dem Weihnachtsmarkt zum Vlogger-Treffen. Ah, ich freue mich schon so dermaßen. Okay, ich muss noch eine Kamera einpacken und so ein paar Linsen. Die GoPro werde ich mitnehmen, dann für E-Zigaretten sorgen, dass mir von heute auf morgen das Liquid nicht ausgeht oder der Strom. Und dann geht's auch schon auf. Hälfte der Strecke ist geschafft, Wind geht wie die Sau, wenigstens hat es jetzt mal kurzzeitig das Regnen angefangen. Unterwegs hat es geregnet wie die Sau, ich hatte heute schon Aquaplaning, allem drum und dran. Alles, was man sich so vorstellen kann, was man eigentlich nicht haben will. Und jetzt habe ich eine kurze Pause gemacht, einfach mal das Kreuz wieder durchstrecken. Ich stelle fest, dass die Sitze im Hundetaxi sind nicht unbedingt geeignet, um 500 Kilometer durch die Gegend zu buddeln. Aber was ich hier gesehen habe, das hat mich gerade ein kleines bisschen geschockt. Ein 60 Liter Fass Alten. Wer hat eigentlich hier unterwegs auf der Autobahn ein 60 Liter Fass Altöl dabei? Also ich zumindest habe sowas noch nie zufällig dabei gehabt. Jetzt werde ich noch schnell ein paar Gymnastikübungen machen und dann geht's weiter in Richtung Frankie. Mittlerweile in Koblenz angekommen, hier in Nähe Bahnhof. Allerdings habe ich nicht selber hier fahren müssen. Ich war ganz verlockt noch beim Frankie. Der hat mir netterweise einen Kaffee noch gekredenzt und jetzt hat er mich in seinem Auto mitgenommen in die Koblenz Innenstadt und meins habe ich bei ihm zu Hause stehen lassen. Dort habe ich allerdings nicht gefilmt, weil ich jetzt nicht wollte, dass man am Blog sieht, wo Frank wohnt und wie er wohnt. Frankie packt sich auch gerade zusammen. Dann geht's los. Bye. Ganz gespannt, wie viele meiner Aufnahmen heute nichts werden, während Frank hier voll absahnt mit seinem funktionierenden Autofokus. Nee, ich habe mich jetzt kurzum dazu entschlossen, dass ich die Sony mitnehme, weil mir die Canon mit dem Sigma-Objektiv einfach viel zu schwer wird, wenn ich dann eh noch Rucksack mitschleppen muss und so weiter. Ja, außerdem fühle ich mich gerade so ein bisschen ausgeliefert. Wenn Frankie mich jetzt hier stehen lässt, ich komme nie wieder heim. Naja, das schaffen wir schon. Ja. Schön, dass man sich mal sieht, ne? Wir kennen uns doch. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, nach deiner Empfehlung. Überleg mal, welches Problem ich habe. Das ist nicht offen. Okay, also das Problem vom Vlogger grillen haben wir auf jeden Fall diesmal nicht. Wir sind jetzt schon 10 Leute und Till ist noch gar nicht da mit der Freundschaft. Hallo. Frank. So, hallo. Grüß dich, servus. 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 Kennt ihr ja Murat. Hallo. Hallo. Gute. Murat Simon. Hallo. So, der nächste Neue in der Runde, der Murat. Da haben wir die letzte Zeit relativ viel Kontakt gehabt in den Kommentaren, vor allem für der DJI Osmo Pocket. Ja, Osmo Pocket, genau. Der Felix von der Laden hat es ja auch getestet in seinem YouTube-Kanal. Der sagt ja auch, 28 mm ist zum Vloggen fast zu wenig, aber es funktioniert. Und wenn man dann noch so einen Selfie-Stick nimmt oder so, dann ist es, glaube ich, wirklich machbar. Und mit dem Zusatz Mikrofonadapter kann man auch einen viel besseren Ton erreichen. Ich denke, mit dem Ding ist noch einiges möglich. Da die nächsten Serien, also sagen wir DJI Osmo Pocket 2 oder so, die sind dann natürlich, dann wird, glaube ich, DJI seine Hausaufgaben schon noch besser machen. Aber die Qualität ist wirklich Hammer. Aber ich bin ja zum ersten Mal, darf ich das mal persönlich sagen, zum ersten Mal nicht die Kleine. Schwarz-Weiß ist das. Sorry, muss mir jetzt sein. Also, wenn es teurer ist, dann bin ich jünger. Ja, dann bin ich klar. 50. Das ist so das Zwischenalter. Ja, das ja, der Johannes, der schneidet sich das mal alles zurecht, wie er es haben will. Ja, das ist gemein. Alles live dabei. Till, erzähl mal was, was noch keiner hier weiß. Erzähl mal was, was keiner weiß. Ja, geht ja nicht. Schwierig, sehr schwierig. Oder seid am Film. Nein,
Hallo? Zuschauer, wir kennen uns, ich kenne dich, aber du kennst mich. Nein, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Simon Friedrich. Ach doch, du bist Hallo aller zusammen, oder? Genau. Hi. Nein. Das Frage eigentlich, ja. Ich sag der Bettina. Noch zu tun. Noch auch das mein Scheiß schneiden. Das ist eine tolle Idee. Jetzt einer hinter der Angie und dann passt es. Ja, das war cool. Kamera. Aber falls es der Shot jetzt bei Till in den Vlog schafft, möchte ich nochmal betonen, das Filmen, das Vloggen einer Kamera beim Vloggen habe ich heute zuerst gemacht. Oh. Aber ich immer zuerst. Frankie ist ja hier zu Hause und der führt uns jetzt von einem Christkindlmarkt zum nächsten. Das Schöne im Gegensatz zu Nürnberg ist nämlich, dass sie nicht einen riesengroßen Christkindlmarkt haben, sondern dass es ganz viele kleine Märkte in der Stadt verteilt gibt. Und die wollen wir jetzt alle mal so wie bei einer Kneipentour Stück für Stück abgrasen. Da ist er total verrostet. Ich glaube nicht, ob das lecker ist. Das ist so. Das ist ein englisches Getränk, Eierpunsch. Soll das jetzt werten gegenüber Engländern? Ich liebe Engländer, wollte ich damit sagen. Engländer, ich liebe euch. Ich liebe auch das englische Königshaus. Ja! Nein, wirklich. Ich war dieses Jahr schon in London, das ist wirklich toll. I love it. Fish and Chips, die waren sehr lecker. Fish and Chips, das ist aber auch gleich so ein Fisch halt, ne, am Stück. Von Pub zu Pub. Von Pub zu Pub, ja. Da ist man abends auch schön müde vom ganzen Bier. Murat und ich wären ja auch gern mitgefahren, aber im letzten Augenblick hat Murat gesagt, da kann ich, weil unser Bergwanderer hier hat ja Höhenangst. Ja, genau. Ich hab Höhenangst, ja. Ich habe mir ja gedacht, dass ich der A7 noch eine Chance gebe heute. Ich tendiere fast dazu, dass es ein Fehler war. Der Autofokus bzw. der nicht vorhandene Autofokus, der funktionieren sollte, es aber einfach nicht tut, der nervt mich heute ganz extrem. Ich filme jetzt schon bewusst doppelt so viel, als ich eigentlich wollte, weil die Akkus ja nicht so lange halten, Sony. Aber mich lässt, wenn ich andere filme, sehe ich ja am Display, mich lässt der Autofokus ständig im Stich. Das ist der absolute Wahnsinn. Also die Kamera muss zurück, das geht gar nicht anders. Ständig am Rumheulen, der Mann. Ja. Ganz rote Augen schon. Nicht vom Kiffen, sondern vom Weinen. Let it snow.
Regen gibt es Gott sei Dank keinen. Ich habe so ein bisschen Angst, weil die Kamera nicht wirklich wetterfest ist. Aber der Himmel ist blau, soweit möglich. Und es wird jetzt langsam dunkel. Das heißt, es kommen also auch langsam aber sicher so die ganzen leuchtenden Birnchen, die hier so rum sind, zur Geltung. Und das Ganze bekommt langsam aber sicher ein bisschen eine romantischere Stimmung. Total cool. Koblenz hat jeder, den ich hier reinbekomme, zu Weihnachten. So, liebe Zuschauer des Alltagsvlog, wir sind in Koblenz und als kleine Überraschung, als Weihnachtsüberraschung für den Weihnachtsvlog hat jeder von uns von DJI einen Osmo Pocket bekommen, was total toll ist. Das ist aber nicht das Modell, das ihr derzeit bestellen und kaufen könnt. Das sind jetzt leider nur vorserielle Produkte, deswegen hat ja jeder auch nur einen bekommen und wir dürfen den genauen Modellnamen nicht sagen. Aber er fängt mit Osmo Pocket an und hört mit 2 auf. Kleiner Tipp. Sehr schön. Wichtigstes Feature, 8K. Das würde ich probieren. Kaffeesahne, aber ich habe nicht so viele Finger. So, nachdem der Akku ja leer ist von der Sony, habe ich jetzt keine andere Möglichkeit mehr, als dass ich mit dem iPhone filme. Und damit das auch genug Licht bekommt beim Film, habe ich mich jetzt hier vor so einem Leuchtetannenbaum positioniert. Ja, der Frank führt uns jetzt nochmal an den Münzplatz vor und da verabschieden dann auch wir uns alle. Viele sind schon weg. Wir stehen jetzt auch noch ein bisschen rum, vielleicht noch eine Kleinigkeit trinken und alles. Du kannst jetzt hier locken. Dann geht's eigentlich in Richtung Heimat. Jetzt bin ich ein bisschen durch. Ich freue mich also auch schon auf zu Hause. Hat mir total Spaß gemacht, war wieder richtig toll, alle zu sehen, alle zu treffen. Da soll ich sagen, es ist jedes Mal wieder ein total geiles Event und ich genieße diese Treffen immer so unheimlich. Ich hoffe, dass auch andere, die jetzt zugeschaut haben, nur vielleicht das nächste Mal live dabei sind. Das nächste Mal sind wir etwas weiter südlicher. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass im Frühjahr dann der Chiemsee dran ist, was mir zugute kommt, weil das ist dann ganz bei mir um die Ecke. Aber so auch die anderen aus dem Münchner Bereich können dann halt viel leichter mit vorbeikommen. So, und dann sage ich auch schon mal tschüss, tschüss zur Bettina, mein kleiner Buschel oder was? Buschel! Der kleine Buschel. Und wir sehen uns dann am Chiemsee beim nächsten Treffen wieder. Boah. Schon? Ja! Bettina auch mit Bayern. Bayern. Chiemsee! Ja. Wer die Bettina noch nicht kennt, Bettina ist die Lebensabschnittsgefährtin von Murat. Aber Murat hatte gerade keine Zeit zum Tschüss sagen. Der ist gerade noch ganz fleißig mit seinem Osmo Pocket Sidekick. Ab heute heißt er ja Osmo Pocket Sidekick. Genau. Ich zeige Ihnen hier ein bisschen den Münsterplatz. Und du gehst? Noch nicht, aber ich dachte mir, mach schon mal die Abmoderation. Also okay, alles klar. Gut.